Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Maschenspaß. Ich möchte euch heute den Kordelanschlag zeigen. Das ist wieder ein Anschlag, bei dem man nicht unbedingt jede Menge an Endfaden dran lassen muss, sondern mit dem man praktisch dann nicht großartig noch gucken muss, wie viel muss ich jetzt hier hängen lassen, um meine Maschen aufnehmen zu können, sondern wo man dann hier mit dem Arbeitsfaden dann schon gleich die Maschen aufnimmt. Auch hier macht der Anfang eine Masche aus dem elastischen Maschenanschlag. Dann drehen wir das Ganze um, stricken hier praktisch wie beim Aufschlingen die erste Masche hier drauf. Und jetzt kommt der Unterschied. Wir gehen nicht in die zweite Masche rein, sondern zwischen die erste und die zweite Masche und holen jetzt hier die Masche hervor. Wir gehen also hier immer zwischen die Maschen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das Licht blendet heute ein kleines bisschen. Ich versuche es mal so. Ihr geht also hier zwischen die Maschen. Seht ihr das? Holt den Faden dazwischen durch. So. Und setzt die Masche auf. Und wieder hier zwischen die Maschen gehen. Da. Faden durchziehen. Hoch. Und aufsetzen. Zwischen die Maschen gehen, Faden holen und aufsetzen. Und wieder zwischen die Maschen gehen, Faden holen und aufsetzen. Auch hier solltet ihr aufpassen, dass ihr nicht allzu fest arbeitet, auch nicht allzu locker werdet. Es erfordert halt ein kleines bisschen Gefühl schon für die Arbeit, um halt hier zu gewährleisten, dass es ein gleichmäßiges Maschenbild gibt am Ende und dass ihr dann auch dementsprechend die erste Reihe gut abstricken könnt. So, so sieht es jetzt hier aus. Und ihr habt auch hier wieder den Vorteil, dass ihr dann gleich auf der Vorderseite der Arbeit seid und prinzipiell dann auch gleich mit dem Stricken beginnen könntet. Ich werde jetzt auch hier wieder erstmal rechts abstricken alles. So, und eine Rückseite. Diesmal werde ich hier wieder die Randmaschen abheben. Beziehungsweise rechts stricken. So. Wenn ihr jetzt ein Stück gestrickt habt, ich werde am besten mal hier noch eine Vorderreihe und eine Rückreihe stricken, damit man das etwas besser sehen kann. So. Auch mit dieser Variante könnt ihr natürlich Maschen aufstricken. Das bedeutet, ihr würdet halt hier zwischen der Randmasche, ja, entschuldigt wegen dem Licht, das kommt leider durchs Fenster rein. Jedenfalls würdet ihr hier zwischen der Randmasche und der ersten Masche durchgehen und dann von hier aus könnt ihr dann hier die Maschen genauso aufstricken, wie ihr es beim Anschlag schon getan habt. Na. Ich habe hier etwas zu fest gezogen.
So, und können dann auch von hier aus dann weiter stricken. Solltet ihr mal zu fest ziehen, keine Panik. Man kann dann eigentlich relativ gut, wenn man an der Masche etwas zieht, noch etwas Faden herausholen von der nächstgelegenen Masche, bis man dann praktisch an der letzten Masche angekommen ist. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ne? Vorderseite, und vor allen Dingen habt ihr hier dann gleich wieder diesen schönen Anschlagsrand. Hier. Ne? Ja. Gut, das ist eigentlich auch schon alles gewesen zum Kordelanschlag. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wieder auf einen Daumen nach oben. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare, was ich verbessern kann, wo die Probleme liegen, was nicht verstanden wurde. Wie gesagt, wegen dem Licht, es tut mir leid. Das kommt durchs Licht, durchs Fenster rein. Da muss ich mir vielleicht mal für die Zukunft noch irgendwie noch mal was überlegen. Und ansonsten, ihr findet mich natürlich über die Kommentare hier unter dem Video oder in den Notizen steht auch der Link zur Facebook-Gruppe. Da kann man mich auch erreichen. Gut. Ja, dann eigentlich nur noch viel Spaß beim Nacharbeiten. Und bis bald. Tschüss.